Jawohl, heute nimmst du den Titel mit für deine Familie. Hörst du? Sehr gut! Mr. Immoral, that's criminal! That's criminal! That's very, very criminal! That's not serious! Everything is fake here, that's not correct! Hey, excuse me! I know this! Come! Come with us! Leute, was geht ab? Angekommen im sonnigen Toulouse. Hier ist genauso schönes Wetter wie auch in Köln. Wir chillen jetzt ein bisschen im Hotel. Anschließend steht die letzte Session für diese Vorbereitung an. Paris, are you ready? So, nachdem wir jetzt ein bisschen gechillt haben, sind wir jetzt hier vor dem Boxstudio in Toulouse und ziehen unsere letzte Session durch. Noch einmal ein bisschen bewegen nach dem Flug vor dem offiziellen Wiegen morgen. Hey, nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Thank you. Assalamu alaikum. Hello. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, brother. Coach, was für ein Kontrast zu deinem Gym, oder? Auf jeden Fall. Als ich so reinkam, war ich so ein paar Sekunden in meiner Jugend. Boxen gelernt habe ich auch in einem alten, ranzigen Gym. Und da hatte ich wirklich eine krasse Generation gebildet. Ne? Wir sind 5 oder 6. Aus dieser Generation, die erfolgreich bei den Profis geboxt haben. Nicht nur bei den Profis, auch bei den Amateuren. Es sieht nicht nur ranzig aus, es riecht auch ranzig. Ja? Aber die Leute scheinen hier Spaß zu haben. Und wir sollten wertschätzen, wie gut es uns geht immer wieder. Ja? Locker, jawohl, locker, locker. Weiter hier, hopp, hopp, ja. Locker, locker, Führung, nur über die Kopf. Rechtsgewalt am Kind. Hart, jawohl, sehr gut, sehr unslip, hopp. Jawohl, nicht so weit weg, nicht so weit. Hopp, jawohl. Jawohl, ruhig, ruhig. Jawohl, ruhig, direkt mit rein. Boah, jawohl, jawohl. Richtig gegen, ne? Ich muss wegfliegen, ne? Jawohl! Genau, genau, genau. Heute die letzte Session hier in diesem historischen französischen Gym. Ja, dann klingen wir den Abend aus, wir gehen gleich noch Abendessen. Morgen schläft Ennis aus, dann machen wir einen Spaziergang. Dann ist um 17 Uhr das offizielle Wiegen. Und im direkten Anschluss nach dem offiziellen Wiegen ist die Pressekonferenz. Dann wird kräftig gegessen, aufgeladen und Samstag erobern wir Toulouse. Ne? Hopp, hopp, weitergehen, weitergehen. Jawohl, geh weiter. Hopp, hopp, jawohl. Ruhig, ruhig. Jawohl. 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 Jetzt mitschlagen. Boah, boah, jawohl. Atmen, ruhig, guck mal hier. Erhol dich, beobachten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl, Jab hier, jawohl, nochmal. Jawohl. Jawohl. Links, links, rechts, auf einmal. Jawohl. Jawohl, danach gegengehen, drauf. Genau, sehr gut. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Hopp, hopp, antäuschen, hopp. Jawohl, antäuschen, antäuschen. Jawohl, jawohl, sehr gut. Aber hier, hopp, hopp. Jawohl. God bless, thank you. Zeig mal deine Schlagstärke. Guck mal, es ist Sünde für einen Boxer, an einem Boxautomaten vorbeizugehen, ohne gegen zu ballern. Komm, jetzt mal mit rechts. Am Nachhinein. Das war hier gut, ja? Oh, der war gut. Guck mal hier. Guck mal, wie viel Geduld der hat. Guck mal hier. Habt ihr gesehen? Ja, schön gewartet. Hopp. Nicht automatisieren. Bruder, wir haben einen super Fahrer hier. Super Bruder.
One minute, Mr. Perez. Tanıyor mu? Tanıyor musun? Fransa, Fransa şampiyon. Sen? Muay Thai. Muay Thai? Maşallah. Şampiyon Fransa. Sag ihn, ich bin deutscher Meister im Straßenkampf. Wo gehen wir Salat essen? Paris? Ne? Salat, Paris? 2 Minuten. Okay. One minute! Not 2 Minutes! One minute, Mr. Perez! Calm down, one minute, calm down. How old are you, Mohamed? Sag ihn, er soll schätzen. Ne dersin? 28. 28 mi? Aynen. Was sagst du? Das wird dich so pushen. Er sagt, du bist 28. Okay. 42. In 2 days, 42. 42. Why, bro? 42. Maşallah söyle sana. Maşallah. Ja? Yeah? Okay. Sonst Auge, Bruder. Salat nerede ya? Du bringst du Steak raus. Hier? Burada var ja. Yeah. Okay, burada var ja. Alles. Wie fühlst du dich? Bisschen kaputt? Nein, gar nicht. Gar nicht, sehr gut. Sehr gut. Morgen ist übermorgen ist dein Tag. Ja. Inshallah. Türkiye gibi. Freust du dich? Bu da fazla yok değil mi? Banach Chili Milli danach. Kaç tane var hem? Banach Chili Milli ein paar Wochen. Çok da iyi değil. Mohamed, parayı seviyor musun? Liebst du Geld? Para hier? Not good. Here? Alhamdulillah. We say Alhamdulillah. But here? No. It's for me? Afiyet olsun ya. Was sagst du? Boah, Stiftung Warentest. Ja, hier gibt's noch Service, ehrlich. War gut, war gut. In Deutschland, wir sind zu verwöhnt. Okay, salam. Hallo. Ja. Salam alaikum. Alles, good evening. So, der erste Tag hat das in sich. Fliegerei und Söhne. Wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus. Schlafen auch wirklich aus. 17 Uhr findet das Wiegen statt. Vorher werden wir ein bisschen spazieren. Und eine Kleinigkeit essen. Allerdings werden wir vorher checken, ob das Gewicht von Enes passend ist. Wenn nicht, muss er bis 17 Uhr hungern. Aber dann kriegt er, dann gehen wir ins gleiche Steakhouse und dann gibt es morgen Abend gibt's richtig geiles Steak. Gutes Steakhouse übrigens eben. Steak hat mir gut geschmeckt, wirklich. So, Assalamu alaikum, gute Nacht. Bon voyage. Salut. Espresso macchiato. Espresso. They don't have the espresso. Ein Mensch auf der Welt. Espresso Macchiato nicht versteht, hat auf der Welt nicht versucht. Egal wo du bist. Wir sind gerade angereist aus Düsseldorf. Wir trinken jetzt unseren Kaffee und freuen uns auf morgen. So, Tag 2 in Frankreich. Käffchen. Heute um 17 Uhr, wie gestern bereits angekündigt, findet das offizielle Wiegen statt. Wir machen einen kleinen Spaziergang, ja, dass Enes da nicht zu träge wird und den ganzen Tag im Hotel rumliegt, verbinden das mit dem Käffchen und freuen uns, wenn es gleich zum Wiegen geht. Anschließend Pressekonferenz, dann haben wir Tisch reserviert im Steakhouse, wo wir gestern gegessen haben. Es ist wirklich sehr, sehr gutes Essen und dann wird sich nochmal reichhaltig gestärkt, bis es dann morgen in den dritten Weltkrieg geht. So Enes, heute offizielles Weigh-in. Ja. Stimmt dein Gewicht? Normal. Gewicht stimmt jetzt doch. Ein paar Stunden bis dahin noch warten und dann geht's auf die Waage. Ne? Und langsam eine Art von Nervosität oder? Ja, so langsam kommt's auf jeden Fall. Stück für Stück. Es geht um den zweiten Titel, richtig? Ja, mein zweiter Titelkampf ist hier. Was für zweite Titel? Es geht um Leben und Tod. Machen wir es ganz einfach. Ja, es geht um Leben und Tod. Ja, zwei Titel, ein Titel. Welcher hat mehr Bedeutung? Es geht um Leben und Tod. Ja. Ist das klar genug für euch? So, wir sind hier beim offiziellen Wiegen jetzt. In wenigen Minuten geht's los. Und dann freut sich Enes auf. Happy, happy. Was gönnst du dir gleich? Alles, was du machst. What do you think about this vote and what do you want to do? Could you explain to us your technique, if you have a technique, of course? Thanks for having me, everybody. And it's the first time abroad from Germany, and I'm happy to be here. We prepared good for the fight, and we will see tomorrow, inshallah. So, beide Fighter haben das Gewicht gebracht. Ja.
72,5. Beide hatten 100 Gramm drunter. Beide machen einen austrainierten Eindruck, einen motivierten Eindruck. Und ich denke, wir erwarten morgen einen sehr, sehr spannenden Fight. Ja, wir sind heute in Toulouse, seit gestern. Und als Danger Spot machen wir die Toulouser Straßen unsicher. Was hast du, Isu? Stell dich mal vor, als Danger Spot mit dir. Mach erstmal die Gegend unsicher. Fadi, sag du auch mal was. Das reicht schon. Wie war das Eis? Frisches Eis. Ich bin Eisspezialist. Ich erkenne sofort gutes Eis. Wie gefällt dir die Stadt? Also die Stadt ist schön. Auf jeden Fall. Überraschend schön. Tagsüber waren wir auf der anderen Seite. Da sah es nicht so sauber aus, aber hier ist wirklich sehr sauber. Sehr schön. Also hier kann man ein paar Tage bleiben. So, es ist soweit, Leute. Wir machen uns jetzt in wenigen Minuten, in genau 5 Minuten, machen wir uns auf den Weg in die Arena. Unglaublich, zuletzt noch 8 Wochen bis zum Kampf. Und jetzt ist es soweit. Der Fight steht bevor. Angenehme Stimmung im Team, natürlich. Der Adrenalinspiegel steigt so ganz langsam mit der Nähe des Kampfes. Aber so muss das auch sein. Das ist auch ein Schutzmechanismus und Ennis freut sich sehr. Wir freuen uns sehr und wir können uns kaum erwarten, gleich im Ring zu stehen, Leute. Drückt uns die Daumen. Slippen, slippen. Jawohl, nochmal. Ja, direkt linke Haken. Sehr gut, sehr gut. Super, jawohl. Nochmal. Sehr schön. Genau so, richtiges Timing. Super. Jetzt Schritt zurück, linke Haken. Double Jab. Jawohl. Ready! Dennis, genieß es, hab Spaß, ja. Habibi, okay? Genieß es. Allah ist mit dir, mein Sohn. La hawla wa la quwwata illa billah, immer wieder. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt keine Macht und keine Kraft außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist unser Leben, Habibi, das ist unser Leben. Komm. Jalla, jalla. Bewegen, bewegen. Jawohl, bewegen. Aufmerksam sein, beobachten, beobachten. Jawohl, direkt mit Kopf. Jawohl, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl, andere. Ja. Jawohl, genauer, genauer, genauer. Im letzten Augenblick. Jawohl, sehr gut. Komm, lass den Löwen aus dem Käfig raus, Mann! Okay. Bismillah. Los geht's. On voit qu'il est bien entraîné. Ouais, ouais. Lui, sur 25 ans, il accepte de sortir de son pays. C'est beau. Une ceinture. Ismaël sec. Sec. Issou. Première reprise. Rechts rum, sehr schön, sehr schön. Hier. Genauso wie wir erwartet haben, der ist genauso wie wir erwartet haben. Atmen, mein Junge. Nutz deine Beine, jawohl. Nimm die Innenbahn. Sehr schön, Ennis. Hände oben, Hände oben.
Sehr schön, nicht treffen lassen. Pendeln dort. Sehr schön. Sehr gut. Siehst du? Rechts rum, mein Junge. Schnell bleiben, mein Junge. Sehr schön, schnell, schnell. Jawohl. Und Antwort kurz, dann. Tack, wenn er fertig ist. Antwort, sehr schön. Sehr schön. Atmen, ruhig. Rechts rum, sehr schön. Durchrollen, durchrollen. Jawohl. Ja, siehst du, ja. Super, Ennis. Super, Ennis, super. Und Jab, tack. Jawohl. Guck mal, dieser lange Aufwärtshaken, ganz schnell. Ja. 1, 2. Jawohl. Antwort, guck, jawohl. Ja. Antwort. Sehr gut, Innenbahn, ne? Guck. Jetzt hochgezogen. Jawohl. Nutz deine Beine, nutz deine Beine. Und jabben dabei. In den Angriff rein. Jetzt versuch mal in den Angriff rein. Ja! Eine Aktion noch. Nochmal die Innenbahn. Ja. Innenbahn. Bewegen, bewegen, ruhig bewegen. Jawohl, bewegen. Jawohl. Danke, Lapropia und Lüge. Atme tief. Tief atmen, mein Junge. Alles okay? Mhm. Sehr schön. Jawohl, jetzt bist du warm. Okay? Schön die Innenbahn nehmen. Siehst du, der kommt genauso, wie wir erwartet haben. Richtig? Merkst du das? Mitte ist offen bei ihm. Ja? Langer linker Aufwärtshaken. Und jawohl, schnell bleiben. Tief atmen, mein Junge. Tief atmen. Tief atmen. Mehr mit dem Jab in die Mitte. Okay? Ja? Und denk dran, versuch mit der rechten zu kreuzen. Siehst du, wie der reinfällt? Und wenn du im Nahkampf bist, ne? Innen mit den Aufwärtshaken hast du super getroffen. Tief Luft, komm her. Komm, mein Junge. Ruhig atmen. Jawohl, Innenball. Und noch. Antwort. Ja. Sehr schön. Stark. Auch mal antäuschen, dass du siehst. Jawohl, ja, sehr gut. Und jetzt jabben. Jawohl. Sehr gut. Jawohl. Atmen. Rechts rum, jawohl, geh rechts rum, siehst du? Geh rechts rum und kreuz direkt. Rechts rum, mein Junge, rechts rum. Ja, wieder rechts rum. Ja, rechts rum. Jawohl, siehst du, damit kommt er nicht klar. Super, atmen. Ja. Jawohl, Antwort. Ja. Jawohl. Deckung oben. Genau, Kopf oben. Deckung, genau. Ja. Genau, oben, unten. Rechts rum, rechts rum. Rechts rum. Antwort! Ja! Slippen, slippen, slippen! Deckung und slippen, ja? Jawohl! Ja! Sehr, Antwort! Von unten der Jab! Ja! Ja! Sehr gut! Weiter, geh weiter, geh weiter! Super! Super! Ey! Ey, atmen, atmen! Antwort! Rechts raus! Ja, gegen, 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 jawohl, sehr gut. Sehr gut, Gelsen. Sehr gut, atme tief. Siehst du die Innenbahn? Jawohl, das schaffst du. Super, weiter so. Ja? Rechts rum immer wieder. Aufmerksam, der versucht immer bei rechts, siehst du? Ja? Ey, deine Aufwärtshaken, diese 2, 3. Aber danach, wenn du fertig bist, roll rechts durch. Verstehst du? Ja? Raus von seiner Schlaghand. Und wenn der fertig ist, antwortest du. Innenbahn. Komm, mein Junge, das machst du super. Okay? Ja? Ein bisschen mehr jabben. Ein bisschen mehr jabben. Ruhig, hast noch Zeit. Du bleibst der Boss. Du bleibst der Boss! Jawohl! Körper, Kopf mal, unten oben! Ja! Ja! Oben, unten, sehr gut! Atmen! Rechts raus! Jawohl! Jab, tack! Super! Ja. Rechts ja. raus! Ja! Der kommt nicht klar über rechte Seite! Vertrau mir! Rechts raus! Ja. Super! Ja. Mittenbahn! Hoch! Ja!
Wieder in den Ball. Rechts raus. Ja, ja, genau. Ja, Wasser, aber nimm Wasser aufwärts. Für mich, Wasser für mich, eine frische Wasser für mich. Nein, nein, eine frische. Nein, aufwärts, sehr gut, siehste. Jawohl, bitte, Jab. Ja, ja. Nochmal Jab. Ja, ja. Nochmal, nochmal, gute Antwort. Ja, atmen, atmen. Sehr, atmen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr gut. Reingehen. Ja, ein schnell, ein schnell, ganz schnell. Komm. Ja! 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 In den Raum! In den Raum! Stabil, ja! In den Raum! Atmen! Hey. Atmen! Der kommt atmen! Da ist es essen! Super! Ja! Da ist es essen! Wo ihr wollt! Atmen! Tief atmen, das machst du sehr gut! Hast du gesehen mit rechts rum? Unsere Taktik! Ja? Kommt denn nicht mit zurecht, mein Junge? Komm! Super, diese schnellen Jibs mit der Antwort. Hast du gesehen, wie sein Kopf fliegt? Und jetzt kreuzen. Der wird müde. Hey, hörst du? Ja, aber Innenbahn. Geh mehr Innenbahn. Tief Luft holen. Komm, mein Junge. Tief Luft holen. Bleib sitzen, bis ich sage. Komm, mein Junge. Das machst du super. Sehr stark. Lach. Ja, genau. Innenbahn. Deckung, ne? Nicht vernachlässigen. Ja, sehr stark. Ja! Ruhig, ruhig. Ja. Ruhig, mein Junge. Jabben, ja, jabben. Hände oben. Ruhig. Der versucht jetzt mit Gewalt. Gucken, du konterst den. Slippen, slippen, nicht gerade rein. Slippen. Ja, und ja, 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 ja. Ja, cool. Jawohl. Ruhig, Körperkopf, Körperkopf. Ja. Jawohl! Atmen! Jawohl! Atmen! Hochziehen! Jawohl! Slippen! Slippen! Slippen, mein Junge! Sehr gut! Rechts raus! Rechts! Ja! Ja! Sieht ihr den Ball, wenn der haut? Wenn der haut! Jawohl! Direkt mitgehen! Direkt mitgehen! Ja! In den Ball! Ey, jetzt du, in den Ball! Jawohl! 2-3 aufwärts! Jawohl! Nochmal! Oben, noch mal. Oben, unten! Innenbahn jetzt! Innenbahn! Innenbahn! Ja! Jawohl, lass ihn da! Kreuzen! Kreuzen, wenn er jetzt schiebt! Ja! Ja! Jawohl! Und wie eine Antwort! Ja. Ja. Oben, unten! Jawohl! Bereit machen, bereit machen! Atmen! Gut! Jawohl! Dann! Fernseher, kann wieder rufen! Tief Luft holen, mein Junge. Tief Luft holen. Tief atmen. Hi, sehr gut. Komm. Komm, mein Junge. Komm, lass mal ein bisschen Wasser hier. Weiter so, weiter so. Weiter so. Aber hey, hör zu. Hey, bleib über boxerisch. Hat gut funktioniert. Bleib über die lange Distanz. Merkst du das? Atme tief, mein Junge. Ja, das sind die Champions-Runden. Das sind die Runden. Dann, wenn es weh tut, weißt du, bist du dein Ziel nah. Hörst du, mein Junge? Weiter so. Ja? Also super. Aber Innenbahn. Auch mit der rechten Gerade. Ja? Hörst du? Jetzt kommt das andere. Ja. Halt mir Wasser gleich bereit. Sehr gut, alles! Ja, genau, du siehst alles! Sehr gut! Innenbahn jetzt! Innenbahn! Ja, ruhig, meine Junge! Genau, dort! Aufwärts! Hochziehen! Sehen, sehen, ja! Jawohl! So, sehr gut, sehr gut! Ja. Oh! Hey! Gerade, gerade Ende! 1, 2, 3, gerade! Gerade in jedem Fall! Ja! Auch ruhig, atmen wieder! Wieder atmen! Ja! Ja! Stark, Dennis! Super! Super, mein Junge! Atme tief durch! Atme tief durch, das machst du gut! Ey, nur Innenbahn, Dennis, bei dem! Von innen nach außen! Komm, mein Junge, versuch den zu kreuzen! Du hast ihn in der zweiten Runde einmal angeschlagen! Jawohl! Heute nimmst du den Titel mit für deine Familie! Hörst du?
Hörst du, mein Junge? Atme tief. Ey, Enes, bleib in der Innenbahn. Und wenn der aufhört, antworte mit dem Jab. Aber lass deine Deckung oben. Ja? Bleib rechts. Hä? Jabben, 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 da kommen Lücken. Rechts drin. Ja! 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 Sehr gut. Antäuschen. Lass ihn. Weiter, weiter. Ja! Jawohl. Ja! Innenbahn. Innenbahn, weiter. Sehr gut! Hände oben in den Kopf! Ja, genau! Oben in den Kopf lassen! Erfurt, ruhig! Ja, geil! Ja, ja, atmen! 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 Langer linker Haken! Langer linker Haken! Erfurt, in den Ball aufwärts! Hoch die Hände! Hoch die Hände, Junge! Jungen! Komm, das ist alles gut! Oh! Langer linker! Jawohl! Ja! Siehste! Du siehst das! Jawohl! Jawohl! Hoch die Hände! Hoch die Hände! Hoch die Hände! Skippen! Ja! Wunderbar! Ja! Nochmal! Nach innen, Innenbahn! Ja! Die ist stabil! Deckung! Ja! Hoch die Hände! Hoch die Hände! Ja! Hoch die Hände! Hoch die Hände! Hoch die Hände! Hände hoch! Hände hoch! Rechts rum! Rechts rum! Rechts rum! Rechts rum! Rechts rum! Eins, zwei! Kopf an Kopf! Jawohl! Tief Luft holen! Hol direkt Mundschutz raus, Barut! Tief Luft holen, mein Junge! Gib mir Wasser, Barut! Lange Runden jetzt, okay? Ja? Ja, das schaffst du! Du bist ein starker Mann! Jawohl, alle wünschen dir den Sieg! Alle wollen, dass du den Titel mit nach Hause nimmst. Komm, mein Junge, du musst in der Innenbahn bleiben. Warum so viel von außen? Ja? Kreuzen, wenn er kommt. Ja? Kreuzen, wenn er kommt. Lass den Kopf oben. Sergen Rubis. Jawohl. Jawohl, Ennis. Bleib du. Jawohl. Ja. Jawohl, ich kämpfe. Jawohl, weiter. Ja, lass Deckung oben! Zieh die Hände runter! Innenbahn! Innenbahn! Ja! Weiter, Ennis! Weiter, Ennis! Lass den da atmen! Ja! Ja! Weiter! Genau, stabil, ja! Jawohl! Sehr gut! Genau! Oben bleiben, oben bleiben! Genau, Deckung! Aufpassen! Hände oben! Bleib! Ja, Junge, ja! Atmen! Atmen! Genau! Jawohl! Jawohl, mein Löwe! Genau. Hände hoch! Nicht mit Kraft! Nicht mit Kraft! Du siehst alles! Ja! Ja. Ja. Atmen! Atmen, mein Löwe! Das schaffst du! Der ist genauso müde! Mein Löwe! Dafür hast du 2 Jahre gearbeitet! Dafür hast du dein ganzes Leben gearbeitet, wie wir jetzt hier sind! Ja? Okay? Das ist Wille jetzt! Wille, mein Löwe! Ey, nee, ruhig, ruhig, atmen. Ja, jawohl, jawohl, bei Allah, mein Junge, vertraust du mir? Ich sage dir, der ist mindestens genauso müde wie du, ja? Geh über die Innenbahn, du hast gleich geschafft, letzten 3 Runden, jawohl, nicht auspowern, ne? Aber du musst die Runde haben. Rechts raus, rechts raus, jawohl, rechts raus. Ja. Nicht aus! Ja! Kopf an Kopf! Overhand! Ja! Kreuzen! Kreuzen! Ja! 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 Oh nein! Ja! 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 It's criminal! Ruffy! He is okay! He's okay! Hey, Ruffy, that's good!
Of course, he's my fighter, I know! No! Hey. That's criminal! Monsieur Laurent, that's criminal! That's criminal! That's very, very criminal! That's not serious! That's not a fair decision! That's criminal! All the people say that, see this! That's criminal! I told you yesterday, that's not serious! I'm sorry, that's not fair! We come here to fight fair! 7 rounds, we dominate! First thing, one round! Believe me, I'm not one round! It's not correct! It's not your problem, I know. It's not your problem, man. I think it's fake here, that's not correct! Hey. Everybody see here, not serious! No, not me! No! Yeah. No, yeah. Come! Raus! Let's come, raus! Come, raus! 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 Sportsfreunde, der Kampf ist vorbei. Ich würde gerne eine erfreulichere Nachricht bringen. Wir haben verloren, ich mache es kurz und schmerzlos. Allerdings auf eine sehr kriminelle Art und Weise. Ich werde euch hier gleich nochmal Einblick in die Punktzettel gewähren. Enes lag bei jedem Punktrichter, lag Enes El Abid vorne, selbst bei dem französischen Punktrichter. Er war ganz klar vorne. Es kam zu einem Schlagabtausch, wo Enes mit dem Rücken zum Seil war. Ja? Es kam zu einer minimalen Schlagwirkung. Überhaupt, er wurde nicht angezählt, der Ring hat einfach den Kampf abgebrochen. Und das ist für mich also mehr als kriminell. Ja? Die erste Situation, wo Enes mit dem Rücken zum Seil war, wird vom Ringrichter eiskalt, als wäre das geplant gewesen, ausgenutzt. Schaut euch den Kampf an, Leute. Ne? Vielleicht haben es auch viele von euch auf dem Stream verfolgt. Ne? Enes hat den Kampf ganz klar dominiert. Selbst bei dem französischen Punktrichter lag er vorne. Er lag bei allen drei Punktrichtern lag er vorne. Das tut sehr, sehr weh. Ich habe gerade mit Ismail Zek gesprochen, der selber gesagt hat, Enes ist ein grandioser Boxer. Ne? Auch er war verwundert. Er hat gerade mit einem von unseren Jungs auch eben gesprochen. Er hat gesagt, ich war total verwundert. Ich habe gesagt, der Ringrichter will uns lösen. Ne? Schock sitzt tief. Enttäuschung sitzt verständlicherweise tief. Ne? Wir hatten uns hier viel vorgenommen und wollten den Kontinentaltitel mit nach Deutschland nehmen. Das Schicksal hat was anderes für uns bestimmt. Ja? Wir sind erwachsene Männer. Wir werden nichtsdestotrotz, auch wenn wir in einer guten Verfassung waren, auch wenn wir eigentlich gewonnen haben in unseren Augen und auch die Zuschauer haben das hier gesehen, viele haben uns hier auf die Schulter geklopft, sind in die Kabine gekommen und gesagt, immer, ihr habt gewonnen. Jetzt gerade auch eben im Flur nochmal zwei Leute, ne, die hier irgendeine Funktion haben. Es ist, wie es ist. Ne? Der liebe Gott weiß, wofür es gut war. Wir müssen damit umgehen können. Enes ist sehr jung und er hat noch eine lange und ich verspreche euch auch eine erfolgreiche Karriere vor sich. Natürlich im Augenblick jetzt tut es weh und es wirft ihn aber nicht zurück. Er ist nach wie vor Junioren-Weltmeister und ich habe mich jetzt auch gerade eben in der Umkleidekabine mit seinem Manager immer Özkan unterhalten und wir planen auf jeden Fall für die Zukunft einen Rückkampf. Und das noch dieses Jahr. Ich hoffe, dass das stattfinden wird. Es ist eine Schweinerei. Ohne Worte, so jungen Sportler sowas anzutun. Ja, jungen Sportler, die hart arbeiten, die sich ihre Zukunft über den Boxsport aufbauen, sowas anzutun, die sind sich dessen gar nicht bewusst. Dann möge der liebe Gott diese Menschen bestrafen. Das meine ich wirklich so, weil das ist kriminell. So Jungs, die hart arbeiten, die ihre ganze Kraft reinlegen in das Camp und siegen wollen. Ja? Durch so eine, der Bessere soll gewinnen. Wenn der Junge besser gewesen wäre und der gewinnt, ich bin der Erste, der seinen Respekt zollt. Aber auf so eine Art und Weise finde ich so, das hat in diesem Sport nichts verloren. Und diese Menschen tragen dazu bei, dass der Boxsport in Verruf gerät, dass der Boxsport wirklich beschmutzt wird an der Stelle. Was soll mit dem Jungen? Der Junge ist doch gar nicht diesen Titel wert. Er hat doch normalerweise heute verloren. Soll er jetzt seinen Titel verteidigen? Was haben die mit dem vor? Wollen die den ins offene Messer laufen lassen? Soll er noch bessere Boxen als Alice, damit er abgeschlachtet wird? Leute, wir danken euch. Lange Rede, kurzer Sinn. Na? Ihr seht, ich bin ein bisschen aufgebraust, ne? Durch die Enttäuschung und so, was menschlich ist. Ja, für mich ist es auch sehr, sehr hart, sowas schlucken zu müssen. Ne? Aber ich kann mich nicht mit der ganzen Welt anlegen. Ich kann mich nicht mit der IBO anlegen. Ich bin auch mal ein Mensch.
ich bin Trainer, ne? Ich habe meine Enttäuschung oder meine Wut, also auch den Leuten mitgeteilt und habe denen gesagt, dass es also kriminell ist, was hier sich abgespielt hat. Ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, ne? Wo schon ein heimischer Boxer vor uns verloren hatte ich echt Bauchschmerzen. Aber die Runden waren so deutlich, ja. Und es hat von Anfang an, von Sekunde 1 das Zepter in die Hand genommen, ja. So wie wir das geplant haben, so wie unsere Strategie war, ja, absolut alles richtig gemacht. Dass man auf so einem Niveau, dass Ennis mal einen Treffer kriegt und mit dem Rücken zum Seil ist und es vielleicht nach irgendetwas aussieht, das ist ja völlig normal. Aber dass da der Kampf abgebrochen wird, ohne Niederschlag, ohne angezählt zu werden, finde ich das kriminell. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass diese Niederlage Ennis El Abid auch nicht zurückgeworfen hat, sondern dass das hier ein großer Erfahrungswert ist. Natürlich, keine Frage, will man mit dem Sieg nach Hause gehen. Aber für mich hat der Junge gewonnen. Ne? Schaut euch den Kampf an und man kann viel reden. Hier ist der Punktzettel. Ne? Ich danke euch, alles Gute und so Gott will, bis ganz bald.